Hey Leute, Klaus hier mit einem neuen Video. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, wir wühlen uns weiter durch die Kandidaten des Eurovision Song Contest 2020. Mensch, wofür hat man in der Quarantäne nicht alles Zeit? Naja, es hat auch damit zu tun, dass ich es euch versprochen habe und ihr habt so fleißig euch Beiträge gewünscht in den Kommentaren. Unter anderem Pinty Boy, da bin ich deshalb hängen geblieben, weil er schreibt, fände es interessant, ob du Rumänien auch so schrecklich findest wie ich. Also er ist kein Fan von Rumänien und schreibt auch noch dazu, ich kann den Hype überhaupt oder absolut nicht verstehen. Und das gucken wir uns doch gerne an. Es handelt sich um Roxen und den Song Alcohol You. Und wir haben ein ausproduziertes Musikvideo, was wir uns mal angucken können. Und es ist eine Ballade, kann man sagen, ne? So geht es los. Ich unterbreche relativ oft, weil bei Little Big ist mir das Video gesperrt worden. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch aufrufbar ist, aber ich darf das Lied einfach nicht durchlaufen lassen und darüber erzählen. Das kommt gar nicht gut an auf YouTube, sondern ich muss einfach nur kurze Beispiele geben und möglichst lange über die dann reden. Dann hat der Algorithmus auch, was er braucht, um davon auszugehen, dass es nur zitiert ist. Jedenfalls nur Klavierbegleitung, dann haben wir so eine Art Ibo-E-Gitarre vielleicht, ne? Oder so eine rückwärts abgespielte Aufnahme oder so. Gibt so diese träumerische Atmosphäre. Und das sehen wir auch im Video. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass das ganz cool aussieht in diesem Blau. Dann gehen die Lyrics da so kreismäßig drumrum. Die scheinen sehr, sehr wichtig zu sein. Deswegen soll man die mitlesen. Aber diese beklemmende Atmosphäre, so, die wird schon ganz gut hier wiedergegeben. Ja, und jetzt kann man vielleicht schon mal verraten, das hier ist die Strophe. Wir haben eine A-A-B-A-Form. Jetzt kommt B. Da geht sie mal ein bisschen aus sich raus. Ja, wo geht es jetzt hin? Ja, genau dahin, wo wir hergekommen sind. Also ganz, ganz konservativ wird hier eine AABA-Form eingehalten und erst dann wird es mal langsam spannend, wenn es in den Pre-Chorus geht. Was ich an diesem Sound so cool finde, ist, dass er so dreidimensional ist. Die Strings geben den Teppich, dann haben wir im Beat so ganz trockene und kleine Elemente total im Vordergrund. Und dann haben wir aber auch die Bässe, die so sphärisch in die Tiefe gehen. Dieses Klick und dann aber auch die Snare, die so Space, nach Space klingt. Deswegen so dreidimensional klingt dieser Sound. Sehr, sehr räumlich. Gefällt mir ganz gut. Die Snare ist nicht so ganz mein Fall. Werden wir gleich noch ein bisschen genauer hören. Alcohol You. Und das ist natürlich ein Chorus, den kennt man so nicht. Ehrlich gesagt, mein lieber, wie hieß du nochmal gleich? Pinty Boy ist nicht der schlechteste Refrain, den ich je gehört habe. Schrecklich finde ich das definitiv nicht. Erwartet man überhaupt nicht, wenn man vorher dieses Klong, 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 da würde man jetzt denken, okay, das geht immer so weiter und es wird einfach größer, es kommt immer mehr dazu und so. Aber dass der Chorus so selbstbewusst ist, dass er das alles wegnimmt und dass er einen auch völlig aus der Metrik wirft. Dieser Herzschlag, der ist auf irgendwelchen anderen rhythmischen Werten, aber nicht jetzt irgendwie auf Achteln oder so. Und dann haben wir auch irgendwie so disharmonische
Klänge da in den Atmosphären. Und okay, und jetzt kommen wir wieder zurück. Ab hier haben wir eigentlich wieder so Standardvokabular. Apropos Vokabular, Fake News ist, wenn ihr mich fragt, ein Ausdruck, der eher in politischer Berichterstattung was verloren hat und weniger in Songtexten. Aber vielleicht bin das nur ich. Aber mich reißt sowas aus einem Song raus, wenn ich It's only fake news. Das weiß ich nicht. Irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Aber vielleicht muss man sich langsam mal dran gewöhnen, dass sowas auch in Liedtexten auftaucht. Müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr auch über sowas stolpert, wenn irgendwie so einfach Phrasen kommen, die... Also kennt ihr auch Phrasen, die in der Musik nichts verloren haben? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch schon zu konservativ. Ja, jedenfalls, dieser Anfang des Chorus gefällt mir sehr gut. Wenn er dann nachher wieder Fahrt aufnimmt und ins Metrum kommt, dann ist er relativ langweilig. Achso, aber hier die Auflösung. Der Song heißt zwar Alcohol You When I'm Drunk und hier hinten aber hat man dann gelesen I Will Cohol You When I'm Drunk. Ich weiß nicht, ob das so bedeuten soll, I will call you when I'm drunk oder so. Ich werde dich anrufen, aber da gibt es so eine Wortspielerei und da könnte man wahrscheinlich sehr, sehr viel noch analysieren und drin finden, aber die Zeit nehmen wir uns hier in diesem Clip nicht. Wir achten mal mehr aufs Musikalische. Zweite Strophe. Ja, die wollen wir uns jetzt nicht in Gänze anhören. Ihr seht das schon. Ich habe ja hier die Region entsprechend schon mal so ein bisschen geschnitten. Die ist vom Aufbau genau so wie die erste Strophe. Und das ist auch eine Riesenschwachstelle, wenn ihr mich fragt. Wenn wir uns das mal mit Island, wenn wir das mal mit Island vergleichen, wo alles überraschend war, dann habe ich auch das Gefühl, das braucht es auch für einen 3-Minuten-Auftritt beim ESC. Da sollte man nicht zu sehr die Form manifestieren, sondern da sollte man ruhig irgendetwas etablieren und sofort brechen, sobald man das Gefühl hat, die Leute haben geschnallt, worum es geht und dann sofort sagen, nee, ist eben nicht so und dadurch für frischen Wind sorgen. Das passiert hier überhaupt nicht. Ne? Das ist also stockkonservativ. Ja, ist immer schwierig, so wie die, wie der Kontext ist. Vielleicht geht es dem Song ja nicht darum, beim ESC zu gewinnen, sondern es geht ja vielleicht auch darum, eine Geschichte zu erzählen. Und dann ist so eine AABA-Form, eine Balladenform, wo so viel Platz auch ist für Text und so, genau das Richtige. Das sind alles so künstlerische Erwägungen. Die Stimme so vom Mix finde ich ein bisschen arg kalt. Sie singt das sehr hauchig, unglaublich direkt am Mikrofon, aber dann eben auch mit viel Delay und einfach Hall drauf geklatscht, so ein bisschen zu viel, nicht richtig sensibel, wenn ihr mich fragt. Klar schafft das die Atmosphäre, die es irgendwie braucht. Ja, soll ja auch kalt rüberkommen und so. Aber da steckt jetzt nicht wahnsinnig viel Kreativität drin halt. Video verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Das hier fand ich einfach nur irgendwie ganz stimmungsvoll und schön. So, sie ist halt hier vor diesem Bild. Aber was jetzt hier genau passiert, da werden jetzt die Strähnen da so nachgezeichnet. Also so, das wird alles so ein bisschen mehr animiert und so. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und dann geht es wieder in den Pre-Chorus. Ja, jetzt will man schon wissen, wo geht die Reise denn jetzt noch hin? So, und jetzt haben wir also nochmal was Neues. Wir haben dieses Stroboskoplicht, was ja, glaube ich, auch Unbehagen auslöst. Gibt es das nicht auch als Foltermethode? Ja, so Desorientierung, Gummizelle,
irgendwie so. Und sie läuft auf uns zu und singt auch hier einen ganz schönen hohen Ton. Wobei das keine außerordentlichen sängerischen Qualitäten sind, finde ich. Sie kommt auf uns zu und das war es leider auch. So, sie läuft weiter auf uns zu. Hinten ist weiß. Und da muss ich auch gestehen, das verstehe ich nicht. Shrunk. I will call you when I'm shrunk. Keine Ahnung. Falls ihr ein bisschen Insights zu den Lyrics habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Das würde mich nochmal interessieren. Die Zeit kann ich mir jetzt hier nicht so nehmen, um mich da so richtig rein zu nerden. Angenommen, der Song hätte jetzt gewonnen beim ESC, dann hätte ich das gemacht. Aber so muss ich zugeben, wüsste ich jetzt nicht so genau, warum ich da jetzt noch wesentlich intensiver mich mit beschäftigen sollte. Mich catcht der Song nicht, auch wenn ich tatsächlich ich nenne ihn jetzt mal Drop, ja, den Übergang in den Chorus gut finde. Man wird ein bisschen aus dem Tempo geworfen und es ist auch irgendwie durch diese disharmonischen, diese verstimmten Klänge, die da in den Atmosphären sind, so das Gefühl so, wow, was passiert hier? Es dreht sich alles, ich bin so ein bisschen besoffen oder so. Das kommt ganz gut rüber. Der Rest ist aber halt mir einfach zu 0815 oder zu generisch, wie einige Leute unter jedes meiner Videos schreiben. Ich finde, der Song ist zu generisch oder ist sehr generisch. Sollte ich vielleicht auch öfter benutzen, diesen Begriff. Kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen, wenn man sagt, ach, ist mir ein bisschen zu generisch. Ja, das ist meine Meinung zu dem rumänischen Beitrag. Ich hätte ihm jetzt keine Siegeschancen eingeräumt. Schrecklich finde ich ihn, wie gesagt, nicht. Pinty Boy, ja, da, so weit würde ich nicht gehen. Aber das ist meine Meinung dazu. Also, ich muss gestehen, Little Big fand ich nicht so mega klasse. Hier, Alcohol You fand ich nicht so mega klasse. Das nächste Video soll mal wieder um einen Song gehen, den ich sehr, sehr gut fand. Ihr habt ja an verschiedenen Stellen schon geschrieben, dass es dieses Jahr so wahnsinnig gute Teilnehmer gab gegeben hätte und es deswegen umso trauriger ist, dass der Song Contest ausfallen muss. Ich habe in meinem Livestream ganz kurz was dazu gesagt und ich glaube, das ist auch teilweise jetzt beschlossene Sache, dass der Song Contest dann einfach nächstes Jahr in Rotterdam stattfindet und alle Künstler wieder mitmachen dürfen. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht klar, ob der gleiche Song auch wieder benutzt werden kann oder ob es dann ein neuer Song sein muss. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Wenn sich da was Neues ergeben hat, schreibt das gerne auch unter das Video. Und dann werden wir uns einfach bald wieder sehen und ich hoffe, ihr könnt die Quarantänezeit dadurch euch ein bisschen versüßen. Macht's gut und bis zum nächsten Clip. Ciao.